Hallo Internet, hier ist wieder Baconzeit für euch und willkommen zu meinem neuesten Video. Corona ist scheiße. Muss ich wahrscheinlich keinem hier erzählen, dann wisst ihr alle selbst. Aber viele haben mich auch schon öfters mal gefragt, immer, was machst du eigentlich so den ganzen Tag im Lockdown? Du kannst deine Freunde nicht treffen, wie du dir das vorstellst. Du kannst nicht feiern gehen, wie du das vorstellst. Du kannst nicht verreisen, wie du dir das vorstellst. Was machst du also zu Hause? Und offensichtlicherweise haben Nerds wie ich in der Regel ein geringeres Problem als die meisten anderen Leute in diesem Lockdown, weil in der Regel sind wir sowieso Stubenhocker und beschäftigen uns mit Dingen, die wir hier so haben. Und da ich jetzt auch noch 2 Wochen Urlaub habe, ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich zufälligerweise, es war nicht geplant, aber einfach zufälligerweise, seit Corona losgegangen ist, ich mir mit 1-2 Ausnahmen keine neuen Comics oder Manga gekauft habe. Nix, gar nix. Ich habe eigentlich bisher den Lockdown und die Isolation dafür genutzt, mal mein Pile of Shame abzulesen. Und der ist zu 90% auch wirklich weg. 1-2 Sachen sind da noch drauf. Die muss ich noch ablesen. Aber ich habe mir gedacht, hey, du kannst jetzt eigentlich mal die gesamte Zeit, in der du dir keine Comics oder Manga geholt hast, mal auf einen Schlag wieder wettmachen. Unter YouTube von dummen Entscheidungen und Leuten, die das zur Schau stellen, lebt, habe ich mir gedacht, hey, was soll's, löst du einfach mal die größte Manga-Bestellung deines Lebens aus. Ich habe dann so geguckt und verglichen, was es so für Online-Versandhäuser gibt, ne? Und mir so gesagt, okay, was willst du lesen, was brauchst du, was musst du einfach nochmal nachkaufen, weil du es nicht da hinten im Regal stehen hast. Und haben wir dann gedacht, pass auf, du gibst nicht dem bösen Großkonzern Amazon dein gesamtes Geld. Du willst lieber andere Händler unterstützen, ja? Hab dann so geguckt und hab gemerkt, kacke. Je mehr Bestellungen du auslöst bei verschiedenen Versandhäusern, desto mehr Pakete werden durch die Gegend geschickt und rumgefahren. Und ja, ist halt doof für deinen ökologischen Fußabdruck. Und natürlich ist es totaler Quatsch zu sagen, dass ich damit irgendwie was wirklich Sinnvolles für die Umwelt mache, weil ich kaufe bedrucktes Papier, um mir dieses bedruckte Papier dann dahin ins Regal zu stellen. Aber trotzdem kann man ja das, was man an Schlechtigkeit oder schlechten Dingen für die Umwelt produziert, versuchen zu reduzieren. Also habe ich mir wirklich ganz, ganz naiv gedacht, hey komm, du versuchst einfach so wenig Bestellungen wie möglich auszulösen und guckst mal, wie du das hinkriegst. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, kacke, nur Amazon hat tatsächlich alle Sachen auf Lager. Amazon ist halt riesengroß. Und wenn ich bei anderen bestelle, werde ich viel mehr Pakete bekommen und einzelne Sendungen, als wenn ich das einfach alles bei Amazon bestelle. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe dann leider doch wieder bei Amazon bestellt. Und als ich so den Bestellprozess gemacht habe, ne, stand da so, hey, pass auf, wir können dir anbieten, wir schicken dir das in drei Einzellieferungen. Schicken wir dir deine gigantische, große Bestellung zu. Und ich dachte mir so, ja geil, okay, dann mach einfach 3 große Bestellungen daraus. Ist mir egal, wie lang das dauert, kann von mir aus mehrere Wochen dauern. Schick mir das so zu. Amazon hat sich das dann doch nochmal anders überlegt. Denn anstelle davon, dass Amazon mir einfach ein Paket geschickt hat oder 3, wie angekündigt, haben sie aus meiner Bestellung einfach mal 24 Einzellieferungen gemacht. Guckt euch mal diesen bescheuerten Berg an Paketen an. Das ist so unsinnig, das ist so ein Schwachsinn. Warum tust du das, Amazon? Warum? Ich hab dir nichts getan. Ja, und jetzt sitz ich, naiver Volltrottel, hier mit meinen Bergen an Paketen von Amazon, die absolute Energie und Spritz und CO2 und generell einfach Papierverschwendung schlechthin, weil Amazon das anscheinend für effizienter hält, mir 24 Einzellieferungen zu schicken mit diversen Paketdiensten, ob das DHL war, die Post, Hermes, sie selber oder noch irgendein anderes Unternehmen, was ich gar nicht kannte. Ey, mehrere Tage haben hier sich die Paketboten die Klinke in die Hand gegeben und zum Teil ja sogar auch Amazon-Fahrer, unterschiedliche Amazon-Fahrer, sind am selben Tag zu mir gekommen. Also selbst das war nicht effizient. Ich weiß nicht, was Amazon da macht, aber es macht für mich wenig Sinn. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich das nie wieder tun werde, denn das war eine ziemlich blöde Idee. Aber gut, ihr interessiert euch jetzt hoffentlich dafür, was da alles drin ist. Und ich mache mir jetzt natürlich nicht die Mühe, das alles einzeln auszupacken. Ich mach gleich einen kleinen Cut.
Aber ich werde euch mal erzählen, was ich mir alles bestellt habe, warum ich mir das bestellt habe und ob das vielleicht auch etwas für euch sein könnte. So, guckt euch das an. jede Menge tolle Sachen auf jeden Fall dabei. Zum Teil sind es Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Und ich jetzt erstmal anfange, die zu lesen, weil ich einfach Empfehlungen bekommen habe oder im Internet mitbekommen habe, dass es da gerade einen gewissen Hype gibt. Und zum anderen sind das natürlich einfach weitere Bände von Serien, die ich bereits lese. Und wieder anderes ist natürlich nur meinem Sammelwahn geschuldet, wie zum Beispiel diese ganzen Naruto-Bände hier. Eigentlich ist Naruto natürlich ein alter Hut. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt insgesamt sind hier. Vor allem, ich merke auch gerade, so rum ist es verkehrt rum. Moment. Ich drehe das nochmal. Ja, ihr werdet aber merken, dass das, also ganz schön schwer, sehr durcheinander gewürfelte Bände sind. Fängt an beim ersten, in der Mitte bricht es dann ab und beendet dann den Manga. Denn ich habe schon. Boah, ist das schwer, Alter. Papier und so. Ich habe ja schon die meisten Naruto-Bände da hinten im Regal. Aber warum habe ich denn nur die Mitte davon? Es liegt daran, weil ich früher Naruto als Kind und Jugendlicher in der Banzai gelesen habe. Kennt ihr noch die Banzai? Die Banzai war damals der Versuch von Carlsen Comics, das Format der Shonen Jump des wöchentlichen Magazins, wo ja die ganzen Manga-Kapitel der erfolgreichsten Shonen-Manga drin sind, in Deutschland auch auszuprobieren. Der Unterschied war, in Japan erscheint die Shonen Jump natürlich jede Woche. In Deutschland ist die Banzai aber nur einmal im Monat erschienen und dann waren immer nicht ein Kapitel nur pro Serie drin, sondern immer zwei. Und die haben sich damals schon mit die besten Serien rausgesucht für den Start. Und angefangen hat das mit Naruto, mit Hunter, mit DNA Square, mit Sandland und man hatte kurioserweise, total merkwürdig, man hatte nicht One Piece, man hatte Romance Dawn drin, den Prototyp-Manga von One Piece. Ja? Falls ihr das nicht kennt, das ist Romance Dawn, das war der Prototyp. Damit hat Oda damals angefangen, One Piece zu zeichnen, beziehungsweise war sein erster Entwurf für One Piece. Und hat das halt in der Jump damals wurde das veröffentlicht. Die Charakterdesigns sind schon ziemlich so, wie sie am Ende auch wirklich sind. Man sieht ja zum Beispiel auch Nami, heißt hier noch Anne, warum auch immer. Feindliche Piraten gibt's und so weiter. Ruffy sieht eigentlich schon genauso aus wie später, aber die Story ist dann doch noch ein bisschen anders. Und hier war es zum Beispiel so, dass wir damals schon Garp gesehen haben. Ne? Im Prototyp von One Piece gab es tatsächlich schon Garp zu sehen, weil am Anfang war es nämlich nicht so, dass Ruffy den Strohhut von Shanks bekommen hat, sondern von seinem Opa, ja, der ein netter Pirat quasi war. Und hier auch das Ganze, die Szene mit dem Gumpfrust und so weiter, ist alles schon quasi hier mit drin damals gewesen. Ich finde super schade, dass die One Piece damals in der Banzai so als Prototyp halt abgebildet haben, aber nicht den eigentlichen, tatsächlichen One Piece Manga. Weil One Piece ist ja bis heute immer noch das Steckenpferd von der Shonen Jump, der erfolgreichste Shonen-Manga der gesamten Welt. Es ist wirklich insane, wenn man sich mal darüber Gedanken macht oder man anfängt zu verstehen, wie viel Absatz und was für einen Einfluss tatsächlich One Piece auf die gesamte Manga- und Anime-Szene hat. Das ist krank. Ja, jedenfalls, damit hat alles angefangen und hier waren die ersten Kapitel auch von Naruto drin. Hier waren die ersten Kapitel von DNA drinne, von Masakazu Katsura. Das ist wahrscheinlich eher so. Ich glaube, ich habe im Magical Girl Podcast habe ich mal mit Pummi zusammen darüber gesprochen. Wenn nicht, hört den mal auf Spotify oder wo auch immer. Ja, Hunter gab es die ersten Kapitel. Also ein Mischmasch, ja, der einzelnen Mangas, ja. Und als Kind hast du natürlich nicht so viel Geld und deswegen habe ich dann irgendwann mir nur die Mangas gekauft, die in der Banzai nicht mehr abgedruckt wurden. Denn die Banzai wurde leider irgendwann eingestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann war. Die erste kam raus, hier. 1. November 2001. Da war ich 11 Jahre alt, ja. Die erste Banzai gewesen, wann kam die letzte raus? Die letzte kam raus im Dezember 2005. Da kam die letzte Banzai raus. Und ja, es wurde halt leider einfach abgesetzt, weil das Magazin sich nicht so verkauft hat,
wie man sich das vorgestellt hat. Da ich aber als Kind dann entsprechend, ja, weil ich den ganzen Banzais gesammelt habe, halt auch ganz viele Naruto-Kapitel halt in den Banzais hatte, habe ich dann, als Naruto als normaler Sammelband veröffentlicht wurde, nur ab dem Zeitpunkt weiter die Bände gekauft, wo ich halt noch nicht wusste, wie es weitergeht, weil den Rest hatte ich ja in der Banzai. Ne? Deswegen haben mir gerade die Bände vom Anfang von Naruto noch gefehlt und gegen Ende, was war der letzte Band? Band 56 war der letzte, den ich bisher hatte. Und ab da hat auch leider die Qualität von Naruto sehr nachgelassen. Ja, ich habe ja auch, es gibt alte YouTube-Videos von mir zum Ende von Naruto und drei Alternativen, wie das Ende von Naruto meiner Meinung nach besser gewesen wäre. Könnt ihr euch vielleicht mal angucken, ja. Mittlerweile ist es vielleicht Bakensack Classics, keine Ahnung. Aber ja, deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört, mir den Manga zu kaufen, weil ich es nicht mehr geil fand. Ich kenne natürlich die Geschichte. Ich habe das alles dann noch später gelesen, die ganzen Bände. Aber ich habe es damals dann halt mit irgendwelchen Scanlation-Seiten gelesen, was man natürlich nicht tun sollte. Damals hatte man auch noch nicht die Möglichkeit, die Manga offiziell im Internet gratis zu lesen. Mittlerweile geht das mit der Manga Plus App. Ihr solltet also bitte alle diese App nutzen, um eure Manga zu lesen und nicht irgendwelche illegalen Seiten. Das ist nicht cool. Denn wir hatten früher nicht die Möglichkeit dazu. Aber ihr habt es mittlerweile, ja. Jedenfalls ist es schade, dass die Banzai eingestellt wurde, weil was ich besonders cool fand, war halt einfach dieses große Format. Ne? Es waren einfach, also man hat ja denselben Inhalt wie in den Manga-Bänden, aber es ist einfach, wenn man das mal im Vergleich sieht, mehr als doppelt so groß. Ja, so die Banzai, die war halt mehr als doppelt so groß. Und ein anderer Unterschied ist noch, dass das ja wirklich ein sauberer Druck war. Also man sieht hier, man kann sich die Seiten angucken und das sieht gut aus. Ne? Das ist sauber gedruckt, kann man alles lesen und so weiter. Das japanische Original, die Shonen Jump, ich habe zum Beispiel eine hier. Sieht auch direkt den Unterschied, die ist dick wie so ein Telefonbuch. Wenn man das mal miteinander vergleicht. Ne? Die Shonen Jump, die erscheint in Japan jede Woche. Aber das ist halt eine ganz furchtbare Qualität. Ich muss mal was rausnehmen. Hier zum Beispiel, hier war auch ein altes, noch mit einem Naruto-Kapitel. Und man sieht einfach, auf was für Papier das gedruckt ist. Ja, das ist so wie billiges Telefonbuch-Zeitungspapier. Und oft hat man halt in der Jump auch so Druckfehler drin. Hier Haikyuu zum Beispiel. Ne? Ich kann natürlich kein Japanisch lesen. Ich habe mir die einfach mal geholt, um die mal zu haben. Um einfach zu sagen, hey, geil, ich habe auch eine Jump zu Hause. My Hero Academia. Und dementsprechend hatte die Banzai halt auch immer ein schöneres, besseres Format und hat eine höhere Qualität beim Druck gehabt. Und ich finde es super schade, dass sie eingestellt wurde. So, weil wenn man sich das anguckt, was die in Japan bekommen und jede Woche lesen, ist halt oft nicht so schön und auch nicht so gut verarbeitet einfach. Deswegen schade, dass die Banzai eingestellt wurde. Hey, hat sich anscheinend nicht gerechnet. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach meine Naruto-Manga-Sammlung komplettiert, indem ich einfach jetzt nochmal die restlichen Naruto-Bände die gekauft haben. Ich habe tatsächlich eigentlich auch nochmal vor, den gesamten Naruto-Manga nochmal zu lesen. Weil ich finde es so ein bisschen schade, dass zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Naruto mittlerweile ziemlich verpönt ist. So. Wenn du sagst im Internet, ey, du bist Naruto-Fan, kann es sein, dass du direkt erstmal links und rechts verbal eine kriegst, warum, was für eine Scheiße du lesen würdest. So. Und das ist halt Quatsch. Naruto ist halt, Naruto war halt einer der großen drei. Ne? Man hatte One Piece, man hatte Naruto, man hatte Bleach. Das waren so Ende der 2010er rum, waren das die legendären Shonen-Manga, die alle geguckt und gelesen haben. Ne? Und die auch die meisten Absatz gehabt haben und am größten waren in der gesamten Welt so. Nur schade ist, dass Naruto gegen Ende halt echt kacke geworden ist. Bleach wurde sogar so scheiße, dass er aus der Jump rausgeflogen ist, falls ihr es nicht wisst. Bleach wurde richtig, richtig, richtig schlimm und schlecht. Und Naruto ist aber so 70% des Mangas, würde ich mal einfach behaupten, so grob, sind halt echt gut. Hat halt schon seinen Grund, warum Naruto den Stellenwert hatte oder hat, den es heute hat. Weil es echt, 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 echt gut war. Boruto, den Kack, können sie behalten, ist mir egal. Hab ich mal in der Manga Plus immer reingelesen, bin ich aber furchtbar. Aber ja, ey Leute, falls ihr noch nie Naruto gelesen habt, dann nehmt euch wirklich mal den Manga zur Brust, weil der Anime von Naruto ist auch wirklich furchtbar zum Teil. Ihr habt da ganze Seasons, die nur aus Filler-Bullshit bestehen und die auch scheiß animiert sind.
Und in Deutschland hat der grotesk schlechte deutsche Dub, der auch noch über alle Maßen zensiert wurde, nicht dazu beigetragen, dass Naruto irgendwie hier viele Fans finden kann. Aber international ist Naruto halt ein großes Ding. Und wenn ihr Naruto nicht kennt, Alter, Leute, lest Naruto. Bringt mich aber im Prinzip auch zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, One Piece. Also ihr wisst, One Piece ist mein absoluter Lieblingsmanga meines gesamten Lebens und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ja. Die beiden neuen deutschen One Piece Bände sind draußen. Richtig geil, mit dem Flashback von Whitebeard und Roger der Geschichte von Kozuki Oden. Hier ist tatsächlich sogar, warum ist der eingeschweißt? Normalerweise sind die One Piece Bände nicht eingeschweißt, aber hier ist irgendwas dabei. Sagt er hier, mit doppelseitigem Poster, Manga Heroes exklusiv. Hört. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Kinder dazu bewegt, wenn da Extras drin sind, wie bei der Mickey Maus, dass die sich dann wirklich mehr Mangas kaufen. Aber ja, kauft Mangas, unterstützt den offiziellen Release, gerade von One Piece. One Piece ist einfach der beste schon Manga der Welt. Und oh nein, leck mich doch Amazon. Echt jetzt? Ich sehe es jetzt erst. Guck mal, ich hasse das. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Hier. Hier ist so quasi eingerissen schon. Das ist hier schon eingerissen. Och Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Deswegen schweißt man Manga-Bände ein. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, ich würde mir den Manga nochmal kaufen. Aber ohne Scheiß, wenn Carlsen oder was auch immer für einen Verlag sich irgendwann dazu entscheidet, One Piece einfach nochmal in einem größeren Format rauszubringen, ja, dann würde ich das nochmal kaufen. Shut up and take my money. Ich kaufe alle Bände nochmal. Ja, was meine ich mit größerem Format? Ich meine zum Beispiel sowas wie die Full Metal Alchemist Perfect Edition. Der ist richtig groß, ne? Also Full Metal Alchemist ist auch so ein Manga oder ein Anime, den viele, viele kennen. Ich glaube, wenn man sich mal länger als 5 Minuten mit dem Thema Animes und Mangas auseinandersetzt, kennt man Full Metal Alchemist oder stolpert irgendwann mal darüber. Ist ziemlich gut. Den Manga, den habe ich tatsächlich bisher noch nicht gelesen. Ich kenne nur die beiden Animes. Der erste Anime ist halt ab der Hälfte irgendwann furchtbar, weil er dann nicht mehr der originalen Story folgt und wieder was vollkommen Eigenes macht. Aber Fullmetal Alchemist Brotherhood folgt der gesamten Story des Mangas und war ein wirklich, wirklich sehr guter Anime. Und da jetzt halt dieser Re-Release gekommen ist, in dem höheren Format, habe ich mir gedacht, fängst du an, die zu sammeln. Und das ist jetzt Band 8 und Band 9 und damit ist dieser Re-Release auch schon vollständig. Ich habe nämlich schon die anderen Bände und die gibt es nämlich in diesen schicken Schubern, ja, die so mit Metalloptik sind und hinten ist halt so ein entsprechendes Bild drauf, wenn man die nebeneinander dann hat. Und das ist echt super schwer. Und man konnte halt jeweils immer den ersten, den vierten und den siebten Band mit diesem Schuber kaufen. Und jetzt kann ich endlich die Manga hier mit reinpacken in den Schuber. Flop. Das ist echt schwer, ne? Und jetzt habe ich das endlich komplett. Und jetzt werde ich auch anfangen, Fullmetal Alchemist als Manga nochmal zu lesen. Weil ich nämlich auch sehen möchte, ob es oder was für Unterschiede es vielleicht zum Anime gibt, obwohl Brotherhood ja eigentlich dem Manga jetzt tatsächlich gefolgt sein sollte. Aber das meine ich halt auch mit diesem größeren Format, denn das ist halt ein größerer Sammelband, der ist besser verarbeitet einfach. Man hat mehrere Bände in einem Band und die Seiten sind halt entsprechend größer, ne? Und es ist sauberer und sie lassen sich leichter öffnen, es sieht besser aus. Und ich liebe das, wenn Mangas nochmal anstelle von diesem lustigen Taschenbuchformat in ein wirkliches Bücherformat übertragen werden. Und sollte es irgendwann mal so eine Edition von One Piece geben, die genau das macht, am besten sogar noch als Hardcover, shut up and take my money. Ich will das haben, dringend. Also Fullmetal Alchemist, falls ihr es nicht kennt, unbedingt auch mal auschecken. Aber ich glaube, ich muss dazu nicht so viel sagen, weil die meisten von euch werden Fullmetal Alchemist kennen. Genauso wie die meisten von euch natürlich Dragon Ball kennen. Und auch Dragon Ball Super. Die nächsten beiden Bände von Dragon Ball Super. Und weil ich da ganz ehrlich gestehen muss, ich weiß gar nicht, wo ich mir die hole. Weiß es gar nicht. Haben beruhigt vielleicht, ja? Was du hast, hast du. Aber ich finde Dragon Ball Super eigentlich echt nicht gut. Ich hab's mir, es hatte am Anfang, aber ich super im Hype. Und habe angefangen, mir die Bände zu kaufen. Weil ich natürlich auch die ganzen anderen richtigen Dragon Ball Bände habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da werden ganz seltsame Entscheidungen getroffen in den Arcs zum Teil. Es hat ein sehr großes Potenzial gehabt.
Ich fand eigentlich noch den Turnier-Arc mit Jiren fand ich eigentlich noch mit am besten. Die Story vom Manga wurde ja auch in dem Anime adaptiert und der Anime ist ja zum Teil furchtbar, furchtbar unter aller Schublade schlecht, ja. Und Dragon Ball super. Deswegen pausiert das Ding ja jetzt auch, damit die wahrscheinlich mal wieder ein anständiges Produktionsbudget bekommen können. Zum Teil aber, selbst wenn das anständig animiert wäre, würde ich da auch trotzdem vielerlei Dinge seltsam finden. Vorher war es so, dass der Anime dann wirklich dem Manga voraus war und der Manga hatte den Vorteil, dass er bestimmte Sachen, die der Anime ein bisschen vermurkst hat, besser darstellen konnte. Mittlerweile ist es so, dass der Manga voraus ist und der Anime wieder hinterherhinkt. Als wenn die inhaltlich Tennis spielen. Und gerade im letzten aktuellen Arc von Dragon Ball Super sind so ein paar Sachen passiert, wo ich mir gedacht habe, are you fucking kidding me? Und mal sehen, ob der Anime das dann vielleicht irgendwann besser macht. Ich glaube, ich habe mir die jetzt nur noch gekauft, weil ich die anderen schon habe. Und ich als Sammler kann es nicht ertragen, wenn ich irgendwie eine Manga-Reihe habe, die nicht vollendet ist. Das ist für mich ganz schlimm. Ja, vielleicht habe ich ein Problem. Das mag sein. Probleme haben auch Charaktere in dem Manga The Promised Neverland. Falls ihr die nicht kennt, mega gut. Mega gut. The Promised Neverland, es geht im Prinzip darum, dass hochbegabte Kinder in einem Waisenhaus sind und dort entsprechend halt aufwachsen mit ihrer Haushälterin da, die sie alle nur Mama nennen. Und irgendwann werden Kinder halt adoptiert und dann gehen sie weg und dann hören sie nie wieder was von den Kindern. Und das ist jetzt ein minimaler Spoiler, aber das passiert im ersten Band halt, finden diese Kinder halt raus, dass sie eigentlich auf einer Farm sind und sie sind quasi die Schweine. Also es sind Monster um sie herum und diese Monster züchten die Kinder, um sie dann später zu fressen. Und alle Kinder, die eigentlich adoptiert wurden, also die gesagt wurden, dass die adoptiert wurden, wurden gar nicht adoptiert, sondern wurden von den Monstern gefressen. Und da das alles hochbegabte Kinder sind in dieser Einrichtung, machen die sich dann halt auf und wollen da ausbrechen und halt fliehen, weil sie wollen halt überleben, ne? Und davon handelt der Manga. Und ich finde den sehr, 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 sehr gut. Lief auch in der Jump viele Jahre jetzt. Ist mittlerweile auch schon abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie er ausgeht. Wenn einer mir Spoiler zu The Promised Neverland in die Kommentare postet, ich bann die Person. Ja, aber sofort. Und selbst wenn ihr den Manga noch nicht kennt, dann kennt ihr vielleicht den Anime und tatsächlich ist das beste neuere Beispiel mal wieder dafür, für meine Argumentation, die ich immer anbringe. Leute, lest den Manga und guckt nicht die Animes, weil die Animes früher oder später Bullshit produzieren. Ja? Der Anime hat jetzt erst vom Manga einen sehr wichtigen Arc anscheinend einfach geskippt und es wird keinen Ausgleich dafür geben. Ein gewisser Charakter und seine gesamte Handlung von diesem Charakter wird im Anime einfach weggelassen und das ist schon fast, das ist schon fast kriminell, ja? Auf einer künstlerischen Ebene ist das schon fast kriminell. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. The Promised Neverland würde ich euch empfehlen zu lesen. Wenn ihr auf Thriller und sowas steht, dann ist das echt mega, mega, mega gut. Mega gut ist natürlich auch Attack on Titan. Jetzt gerade wieder ziemlich, ziemlich am Viral gehen, weil der Manga tatsächlich in Japan abgeschlossen wurde. Und auch hier, ihr seht gerade Band 31. Das ist der Band, bei dem ich bin. Ja, Band 31. Wenn irgendwer von euch auf die Idee kommt, mir Attack on Titan Spoiler in die Kommentare zu schreiben, ja, ich bann euch. Ich bann euch weg. Komplett. Und ich weiß, einige von euch werden das als Herausforderung ansehen, aber nein, don't. Don't. An dieser Stelle sei gesagt, ich liebe Attack on Titan. Attack on Titan ist so mega gut geschrieben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Ende, weil ich natürlich trotzdem so am Rande im Internet mitbekommen habe, dass viele Leute anscheinend damit unzufrieden sind. Und das fände ich natürlich sehr schade, weil viele, viele Manga haben das Problem, dass das Ende des Mangas dann tatsächlich schlecht wird oder halt einfach nicht wirklich zufriedenstellend ist. Ich hoffe einfach, hier ist es nicht der Fall, weil ich finde, Attack on Titan hat angefangen als gemeiner Splatter-Manga für mich, der einfach nur so ein bisschen unterhaltsam war, hat sich dann aber
Geschichten ein sehr sozialkritisches Werk für mich verändert, was vor allem das Thema Rassismus so gut aufgreift für mich, wie noch kein anderer Manga oder keine andere Geschichte zuvor, die ich in dem Spektrum irgendwie mal so gelesen habe. Deswegen ganz dicke Props an Attack on Titan und ich hoffe einfach, dass das Niveau hier gehalten wird und da am Ende kein Bullshit passiert. Aber ja, wenn ihr Attack on Titan nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal die erste Staffel vom Anime. Wenn euch das keine Lust macht auf den Kram, dann weiß ich auch nicht. Es ist einfach gesagt, dass da jede Menge Plot-Twists passieren und Turns in der Story da drin sind und da will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Aber Attack on Titan ist echt wirklich mega, 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 mega gut. Und ich kann natürlich erst sagen, wenn ich den Manga komplett gelesen habe, ob es sich hier lohnen würde, auch den Manga zu lesen oder ob es da reicht, den Anime zu schauen. Aber im Zweifelsfall natürlich immer für den Manga und gegen den Anime. Was man hier aber tatsächlich nicht sagen kann, Demon Slayer. Ja? Demon Slayer ist Hype over 9000. Das sind jetzt Band 3, Band 4, Band 5, Band 6 und Band 7. Ich hatte bisher nur die ersten beiden. Und der Hype für Demon Slayer ist real. Also Demon Slayer bekommt so viel Hype ab im gesamten Internet, zumindest in meiner Internetblase. Das ist nicht mehr normal. Ja? Ich glaube, die gesamte Welt liebt Demon Slayer. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Japan Demon Slayer liebt. Denn tatsächlich ist Demon Slayer der einzige Manga und der einzige Anime, der es geschafft hat. Ich glaube, letztes Jahr war es, oder vielleicht sogar schon das Jahr davor, vielleicht waren es sogar 2 Jahre in Folge. Ich glaube, es waren 2 Jahre in Folge. Aber tatsächlich der einzige Manga, der es seit, weiß ich nicht wie lange, geschafft hat, an Verkäufen und erwirtschaftetem Geld One Piece in die Tasche zu stecken. Demon Slayer hat One Piece in Japan getoppt. Und das ist krass. Also das ist nicht einfach nur so eine, da geht es nicht darum, ob man sagt, mir gefällt die Story besser oder mir gefällt das besser oder was auch immer. Nein. Hier geht es jetzt wirklich nur um den wirtschaftlichen Faktor. Und dass ein Manga daherkommt und einfach mal One Piece platt macht, das ist völlig krank. Das ist völlig krank. Und bisher muss ich sagen, ich kann den Hype bei Demon Slayer null nachvollziehen. Denn ich habe jetzt bisher nur die ersten beiden Bände gelesen und ich bin ja auch gespannt, die nächsten Bände zu lesen. Aber das, was in den ersten beiden Bänden passiert, ist zwar cool, ist jetzt aber nicht weltbewegend oder so krass neu, was man noch nie zuvor irgendwie anders gesehen hätte. Bei Demon Slayer kommt es tatsächlich daher, dass einfach Demon Slayer einer der absolut besten Anime-Adaptionen erhalten hat, die es überhaupt gibt. Also man kann eigentlich sich jede Sekunde vom Demon Slayer Anime angucken und als Nerd oder Otaku kriegst du da nur kleine multiple Orgasmen. Ja, ich habe gerade versucht, das irgendwie nicht cringy auszudrücken, aber natürlich habe ich es cringy ausgedrückt, sorry. Der Anime von Demon Slayer ist einfach so gut, dass der Manga auch entsprechend Wellen geschlagen hat. Und auch Demon Slayer ist mittlerweile schon abgeschlossen in Japan. Es erscheinen keine neuen Kapitel mehr, soweit ich weiß. Und man muss hier auch sagen, wenn eine Serie erstmal so einschlägt und dann kurz darauf auch noch endet, ist es klar, dass dann vielleicht in dem Moment mehr Hype dafür generiert wird, als eine Serie wie One Piece, die seit über 20 Jahren läuft. Aber trotzdem bin ich gespannt, wie es mit Demon Slayer weitergeht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, vielleicht wisst ihr das. Ich meine, es ist jetzt ein Film in Japan rausgekommen und der Film ist eigentlich die Fortsetzung vom Anime, von dem nächsten Arc. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das Anime-Niveau bei Demon Slayer gehalten werden kann. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber im Zweifelsfall kriegt Demon Slayer irgendwann nochmal eine Season und nochmal eine Season und die sind dann schlecht, weil sie weniger Budget haben. Keine Ahnung. Und da kehrt man dann wahrscheinlich wieder zu meinem Standardspruch zurück, wo ich dann sagen würde, ey, lest den Manga, der ist besser als der Anime. Aber wenn man sich den Manga so anguckt, dann finde ich tatsächlich auch, also das Artwork, das ist okay, aber das ist jetzt echt nicht, dass ich sage, wow, das ist fantastisch gut. Also das ist echtes Mittelmaß. So, und Demon Slayer ist das beste Beispiel dafür, wie eine Geschichte oder wie ein Manga durch die Decke gehen kann, nur indem es gute Werbung und gutes Marketing in Form eines eigenen Animes bekommt, der alle anderen Animes in dem Genre aktuell in die Tasche steckt. Deswegen ist das Ding, glaube ich, gerade so im Hype und so weit hoch im Kurs. Ich bin gespannt, wenn ich die anderen Bände gelesen habe, was ich dann dazu sage. Vielleicht ändert sich meine Meinung ja noch total und ich erkenne dann erst, was für eine großartige Sache Demon Slayer ist. Bisher ist es aber ehrlich gesagt nur okay für mich. Aber ich bin gespannt. Ein weiterer Manga, der aus der Jump kommt. Eigentlich sind das fast alles Jump-Mangas, merke ich gerade hier. Und falls ihr es nicht wisst, die meisten Manga oder Animes, die ihr gut findet, laufen alle in der Shonen Jump. Müsst ihr mal googeln, wo die Mangas eigentlich herkommen, die ihr gut findet. Die meisten kommen aus der Jump.
Black Clover, ja. Black Clover habe ich jetzt Band 4, 5, 6, 7 und 8, weil ich nur die ersten drei Bände hatte. Und zu Black Clover musste man mich wirklich krass überreden. Aber ich habe es immer wieder im Internet mitbekommen und auf Twitter und so weiter gesehen, dass Leute Black Clover hypen. Und für mich war das nie wirklich interessant, weil es sah irgendwie, also das Charakterdesign hat mich nicht angesprochen, die Story hat mich nicht angesprochen, das, was ich von den Kämpfen und so weiter gesehen habe, hat mich auch nicht angesprochen, ich wollte es einfach nicht lesen. Was mich dann tatsächlich überzeugt hat, war, als ich irgendwann mal in einem Interview gelesen habe, dass Yuki Tabata, der Mangaka von Black Clover, dass er gesagt hat, er hatte vor, eigentlich Berserk zu machen, aber nicht als seinen für Erwachsene, sondern als Shonen für Jugendliche. Und als ich die Information hatte, bin ich nochmal mit einem ganz anderen Mindset daran gegangen und habe mir dann halt die ersten drei Bände geholt, habe die gelesen und dachte mir am Anfang, wirklich, am Anfang dachte ich mir nur so, hör mal, was ist das für eine abgedroschene Scheiße? Das ist einfach nur Naruto anstelle von Ninjas mit Rittern. Da liegen Presse, halt die Fresse. Mach dich raus hier! Mach dich für meine Couch, Hunger! Ich glaube, mir ist die Gippe. Du bist ja keine Gippe. Ich habe gesagt, ihr kriegt schon mich nicht mehr. Wo bist ich? Ich bin die Gippe. Nein! Und ich war wirklich, das hat mich so abgeturnt. Ich wollte nicht mehr weiterlesen. Dann habe ich den zweiten Band noch in die Hand genommen und habe mich daran erinnert, dass es ja eigentlich Berserk für Jugendliche sein soll. Und dann hat es mich gehuckt. Dann hat es mich wirklich bekommen. Ich weiß auch, dass wohl auch Black Clover darunter leidet, dass es mit fortschreitender Zeit nicht mehr so ganz interessant ist. Und man sieht es auch in den Rankings der Jump, dass Black Clover im unteren Mittelfeld nur noch ist bei den Bewertungen der Leserschaft. Aber ich glaube, bis Band 8 ist es wahrscheinlich noch in der Findungsphase und ist wahrscheinlich noch sehr gut. Ich bin gespannt, Black Clover weiterzulesen. Und könnte potenziell auch wahrscheinlich einer meiner Lieblings-Battle-Mangas werden, von dem, was ich bisher gesehen habe. Der neue König der Battle-Mangas ist aber tatsächlich One Punch Man. Ja, einige von euch haben bestimmt die erste Staffel auf Netflix gesehen oder wo auch immer im Internet. Die ist fantastisch gut animiert und auch richtig gut. Aber ich kann euch sagen, One Punch Man ist für mich so der Beweis, dass ich sage, ey, ich muss keine Kämpfe animiert haben, wenn das im Manga anständig umgesetzt ist. Dann ist das im Manga sogar noch geiler und hammermäßiger. Also One Punch Man, der Manga, ist auch richtig gut. Das Problem bei One Punch Man ist so ein bisschen, dass durch diese übertriebenen Kämpfe und diese total krassen Panels, die da halt drin sind, die irgendwie die Doppelseiten einnehmen, man so einen One Punch Man Band so wahrscheinlich in 15 Minuten oder 20 Minuten durchliest, ja. Weil da storytechnisch echt nicht viel passiert, sondern weil die sich da einfach nur brutal auf die Fresse hauen und das super inszeniert ist. Aber ey, ich liebe One Punch Man. Ich liebe den Humor, ich liebe den Zeichenstil, der ist wirklich sowas von insane, der ist so gut. Das ist eine Schande, wenn man nur den Anime kennt und man sich nie den Manga anguckt, weil der wirklich so fantastisch gut gezeichnet ist und auch so detailreich ist und detailverspielt. Schaut auf jeden Fall mal in den Manga von One Punch Man rein. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine dritte Season gibt als Anime von One Punch Man. Ich weiß nur, dass ich mit dem Manga so weit bin, dass ich die ersten beiden Seasons durch habe. Die zweite Season werde ich mir auch nochmal angucken irgendwann. Habe aber auch gehört, dass die schon tatsächlich schlechter sein soll, weil die Animation da tatsächlich nachgelassen haben. Im Zweifelsfall hier auch wieder, der Manga ist besser als der Anime. Ja, ich wiederhole mich immer wieder. Aber freue ich mich sehr drauf. Saitama ist super. Ich liebe One Punch Man. An der Stelle muss ich auch eine Lanze tatsächlich für Kase brechen, den deutschen Verlag, der One Punch Man herausbringt. Denn ich habe tatsächlich fälschlicherweise, da habe ich mich einfach verklickt, ich habe nochmal den Band Nummer 20 bestellt von One Punch Man, den ich eigentlich schon habe. Und das tatsächlich auf Englisch. Keine Ahnung, da ist irgendwas schiefgelaufen und immer zum Einkaufswagen. Aber übrigens, Info für euch. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie viele Artikel in den Amazon-Einkaufswagen reinpassen, 50. Es sind 50. Ich hab's getestet mit dieser Bestellung. Und irgendwas ist da halt schiefgelaufen und ich habe aus Versehen den 20. Band auf Englisch mitbestellt. Den werde ich wieder zurückschicken einfach. Aber guckt euch mal an, wo der Unterschied ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigt, aber man hat im deutschen Manga, der ist viel besser verarbeitet. Ne? Zum einen hat man hier diesen Prägedruck, ja, das sieht man hier vielleicht, also die Schrift, die ist so quasi eingestanzt auf das Cover von dem Manga-Band, das finde ich sehr schön. Und man hat vor allem hier diesen
ja, dieses klappbare Cover, wo auch immer ein kleiner Kommentar vom Autor mit drin ist. Und wenn man das mit dem Englischen vergleicht, das fehlt einfach. Also hier ist nichts gestanzt. Das ist deutlich wabbelrigeres Papier. Das ist kein Karton, das ist Papier. Und das ist einfach lame. Also das sind die kleinen Dinge. Die meisten von euch werden sagen, ist mir doch scheißegal. Aber ich finde, das sind die kleinen Dinge, wo man auch mal sehen kann, dass deutsche Verlage sich zum Teil da auch mehr Mühe geben mit der Verarbeitung von solchen Sachen. In den USA kostet das Ding $10. In Deutschland kostet das Ding 6,95 €. Ist also dementsprechend auch noch günstiger. Also Props an Kase, dass ihr diese Manga-Bände so rausbringt, wie ihr sie rausbringt. Und nicht so wie Viz Media in den USA. Apropos USA, was passt zu den USA, wenn man über Comics spricht? Natürlich US-Comics, ne? Manga sind ja was Japanisches, aber Spider-Man und Batman und so weiter, das sind ja amerikanische Helden und natürlich haben die US-Comics einen großen Stellenwert, alleine durch das ganze Marvel-Kino-Universum. Und der beste Superhelden-Manga, den es gibt, ist tatsächlich, war der einzige, der mir einfällt, ist My Hero Academia. My Hero Academia, so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Naruto in der Jump geworden, die letzten Jahre hinweg. Hat so ein bisschen den Platz eingenommen, den Naruto gelassen hat, als es die Jump damals verlassen hat, als es abgesetzt wurde, als es beendet wurde. Und ich finde My Hero Academia super. Ich liebe My Hero Academia. Ist für mich so ein bisschen die japanische Antwort auf die X-Men. Ja, und es gibt auch so viele Easter Eggs und kleine Querverweise auf US-Comics, wenn man My Hero Academia liest. Ist klasse. Letztens ist ein Charakter aufgetaucht, der definitiv vom Joker inspiriert ist, wo ich ziemlich grinsen musste und gedacht habe, oh, wie geil ist das denn, den Joker japanifiziert in einem Manga zu sehen. Mega cool. Und ich finde es schade, dass My Hero Academia hier tatsächlich vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommt einfach. Also ich verstehe das gar nicht. In Japan ist My Hero Academia ein Riesending, aber im Westen irgendwie nicht so. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, weil der Manga extrem auf japanisches Schulleben und so weiter konzentriert ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist im Prinzip, die gesamte Welt hat von heute auf morgen auf einmal Superkräfte gekriegt. Und das ist normal und akzeptiert. Fast jeder Mensch oder jeder zweite Mensch ist ein Mutant. Das fließt in den normalen japanischen Alltag mit ein. Und so sind halt die Hauptcharaktere hier in der japanischen Highschool beziehungsweise auf einer japanischen Uni und die wollen Superhelden werden. Ja? Der Staat sagt, ey, ihr dürft Superhelden werden, ihr arbeitet dann für uns. Und das ist jetzt nicht so dieses Civil War Ding, dass das irgendwie so böse ist, wenn der Staat dir sagt, was du als Superheld machen kannst oder nicht. Nein, das sind normale Jobs quasi, das sind Superpolizisten, wenn man so will. Und die versuchen halt Superhelden zu werden. Und ich finde das klasse. Also das ist eine vollkommen andere Sichtweise auf dieses gesamte Genre, auf dieses gesamte Thema. Ich finde es lustig. Ich finde, es hat viele coole Charaktere, viele coole Superkräfte sind da drin. Es macht einfach Spaß, das zu lesen. Wenn ihr My Hero Academia noch nicht kennt, lasst euch davon nicht abschrecken. Schaut einfach mal rein. Lest mal die ersten ein, zwei Bände. Finde ich wirklich klasse. Also klare Empfehlung von mir für euch. Was ich auch empfehlen kann, ist der Pokémon-Manga. Ja, es gibt tatsächlich einen Pokémon-Manga, falls ihr es nicht wusstet. Und ich habe die vorherigen 6 Bände habe ich schon. Der 7. hat mir jetzt noch gefehlt. Ich überlege, ob ich den weiterlesen werde oder nicht. Aber der hat mir zum Teil, es ist ein zweischneidiges Schwert, hat mir zum Teil sehr gefallen, zum Teil gar nicht gefallen. Der Manga ist tatsächlich deutlich erwachsener als alles, was der Pokémon-Anime jemals gemacht hat. Als alles, was die Pokémon-Spiele jemals gemacht haben. In diesem Manga kämpfen Pokémon tatsächlich gegeneinander. Man sieht hier, wie, Glutexo Schlitzer einsetzt und ein Arbok dann wirklich in der Mitte zerteilt ist. Da, zur gleichen Zeit ist es aber irgendwie trotzdem so knuddelig gezeichnet, dass es nicht zu hart in die Gewalt abdriftet. Und das ist so ein komischer Mix. Also ich finde es cool, eine erwachsenere Sicht auf Pokémon zu haben, auf die gesamte Welt zu haben. Und das ist übrigens, also der Manga fängt an, bei Pokémon Rot, Blau und Grün und Gelb, also die ersten Spiele vom Gameboy adaptiert das quasi. Und es geht hier nicht um Ash Ketchum, nein, es geht wirklich um die Charaktere aus den Gameboy-Spielen. Und das finde ich wirklich cool. Muss aber sagen, gegen Ende hat das ziemlich an Drive verloren. Und manchmal ist mir der Artstil dann zu cute und zu knuffig, als dass ich es ernst nehmen könnte. Aber
vielleicht finde ich hier gerade ein cooles Panel. Hier, wenn man da einfach hier so ein Garados da irgendwie kommt mit dem Dragon hier und so weiter, das ist schon ziemlich cool. Ja. Wenn ihr große Pokémon-Fans seid und den Manga bisher noch nicht kennt und ihr vielleicht mal, ja, ihr werdet ja auch älter und ihr vielleicht Pokémon ein bisschen erwachsener wünscht, dann schaut mal einen Blick in den Pokémon-Manga rein. Ja, heißt bei uns Die ersten Abenteuer, ist glaube ich nicht der offizielle japanische Name, aber checkt das vielleicht mal aus. Und erwachsen ist jetzt das richtige Stichwort, denn das hier ist wahrscheinlich das Speziellste überhaupt, was ich bestellt habe. Es gibt nämlich von Gutanabe Manga-Adaptionen von, und jetzt haltet euch fest, den H.P. Lovecraft-Romanen. Ja, also Call of Cthulhu und sowas. Falls ihr H.P. Lovecraft nicht kennt, das ist quasi der Meister des Horror. Der hat viele Romane geschrieben, die Popkultur krass geprägt haben. Ich kenne auch einige Bücher von Lovecraft, vieles aber auch nicht. Und was bei Lovecraft wirklich hervorsticht, ist halt die Darstellung seiner Kreaturen, seiner Monster und dem, was halt den Menschen in seinen Stories passiert. Und jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, ob es viel besser wäre, einfach nur das Buch zu lesen, weil so wie er schreibt, beschreibt er ja seine Kreaturen sehr eingänglich und man soll ja als Leser sich das selber vorstellen, ja, der Verstand ist das Eigentliche, was das Buch ja zum Leben erweckt und was wahrscheinlich auch den Mehrwert da am meisten ausmacht. Aber ich liebe Comics und ich liebe guten Artstyle und wenn man sich das mal hier so anguckt, das ist schon verdammt gut gezeichnet, ja. Also ich habe es selber noch nicht gesehen. Gucken, ob ich hier auf Anhieb was Cooles finde. Hier sind sie zum Beispiel in so einer Höhle drin. Finde ich, sieht schon ziemlich fresh aus. Alleine, wenn man sich hier anguckt, auch das Cover, da sieht man auch so den Artstil. Es ist sehr gut. Ich finde es einfach eine richtig coole Idee, solche Sachen wie Bücher, Romane, die normalerweise halt in irgendwelchen Hollywood-Filmen verhackstückt werden, mal zu nehmen und nicht, ja, einen Hollywood-Film daraus zu machen. Oh, wow, okay. Sondern einfach mal einen Manga, wo man dann nämlich auch ohne Rücksicht auf Verluste und ohne, dass man irgendwie im Auge haben muss, ob sich das fürs Kino eignet, wenn man das jetzt so und so und so und so darstellt oder ob es zu hart ist, dann überlegt man sich, ob man nicht vielleicht anstelle von einem 18er Rating ein 16er Rating macht, weil man dann mehr Leute ins Kino kriegt und so weiter. Dass man das alles ausblendet und sagt einfach, nö, wir machen einen Comic oder einen Manga da draus und wir kriegen dann auch solche Panels, die halt super dark, super gloomy, super erwachsen, super böse sind. Sowas machen wir dann und das finde ich einfach cool. Alleine die Idee dahinter, das zu sagen, ja. Man nimmt diese Lovecraft-Sachen und macht Mangas da draus. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf, ja, die ganzen Dinger zu lesen. Ich habe ja aktuell nochmal Bloodborne auf der PS4 durchgespielt für unsere From Software Podcast-Reihe. Und da habe ich auch so gedacht, ey, das alles, was Bloodborne macht, ist so super Lovecraft. Und das hat mich im Prinzip dazu motiviert, mal zu gucken, was gibt es denn von H.P. Lovecraft noch so, was du dir jetzt nochmal nebenher reinziehen kannst. Und da habe ich tatsächlich durch Zufall einfach diese Manga-Reihe entdeckt. Und da kommen auch noch weitere raus. Und wenn mir die gefallen, werde ich die wahrscheinlich mir auch noch holen und lesen. Aber ich finde das alleine schon, was man auf den Covern sieht, vom Artwork mega stark und super interessant. Und da habe ich so richtig, richtig Bock drauf. Bleiben wir mal bei den erwachsenen Sachen. Ich habe hier Hell's Paradise. Ja, ist ein Manga, da geht es um einen, wie soll man sagen, einen abtrünnigen Ninja, ein Shinobi, der aus seinem Ninja-Dorf geflohen ist und der, ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll, der hat keine Emotionen, beziehungsweise hat seine Emotionen irgendwie abgetötet, weil er vom Töten in seinem Leben so verstört ist und er ist irgendwie der beste Killer, den es überhaupt gibt und der wird quasi gefangen, spielt im feudalen Japan. Und wird auf so eine Expeditionsreise mit anderen zum Tode verurteilten Verbrechern geschickt, auf so eine Insel, wo das Shogunat vermutet, dass es da irgendwie eine Quelle der ewigen Jugend oder irgendwie sowas gibt, was ganz toll ist. Und diese Insel, die ist halt irgendwie am Leben, der gesamte Wald ist am Leben und wie man das hier hinten zum Beispiel sieht, versucht diese Insel selber mit ihrer Flora und Fauna die Menschen da aufs Brutalste zu töten und da ist total crazy shit unterwegs. Und coole Charaktere, cooles Artwork, ist definitiv nichts für jüngere Leser, ist sehr splatterlastig. Den ersten Band habe ich geschenkt bekommen, der war auf meiner Amazon-Wunschliste drauf, habe ich irgendwann vergessen und hat mir den einfach jemand geschenkt und ich dachte, oh, das ist ja geil, nice.
hatte das quasi schon vergessen. Hab dann reingeschnuppert und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir direkt jetzt hier noch die nächsten 5 Bände bestellt habe. Bin ich gespannt, weiterzulesen. Also, ich kann euch natürlich noch nicht so viel sagen dazu, ob das sich dann wirklich lohnt letztendlich, ob das wirklich eine gute Geschichte ist oder nicht. Der erste Band hat mir bisher Spaß gemacht. Der ist, meine ich, auch schon abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wie viele Bände es jetzt sind, aber allzu viele sind es nicht. Und wenn das gut ist, dann werde ich auch definitiv nochmal hier oder in einem Podcast oder auf Twitch irgendwie nochmal 1-2 Wörter Wörterchen darüber verlieren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gespannt bin ich auch, wie es mit Dr. Stone weitergeht, ja. Ist jetzt bis Band 11, sind die jetzt in Deutschland erschienen, diese Bände. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, falls ihr es nicht wisst, Dr. Stone, auch eher unbekannt in Deutschland, glaube ich, wird jetzt langsam bekannter, weil die Anime-Adaption es mittlerweile zu uns rüber geschafft hat und man den als Anime streamen kann mittlerweile. Und es gibt auch mittlerweile mehr Dr. Stone-Fans. Ich habe, seit der erste Band rausgekommen ist, habe ich mir die sofort geholt, weil ich gesehen habe, wie dieser Manga in den Ratings, in der Jump, immer nach oben geklettert ist. Und als er dann auf Deutsch erschienen ist, habe ich gesagt, okay, ich muss den unbedingt haben. Hatte aber noch kein japanisches Kapitel gelesen. Habe angefangen zu lesen und fand den mega gut. Ist halt wirklich nicht dieses typische, ich hau dir auf die Fresse schon Gedöns, nee. Ich hau dir aufs Maul! Es geht darum, dass Senku, das ist der Kerl, der hier vorne drauf ist, einfach irgendwie so der intelligenteste Mensch der Welt quasi ist. Und ja, es ist ein bisschen abstrus und natürlich auch sehr an den Haaren herbeigezogen, alles so ein bisschen. Aber er ist quasi das Superhören, was Intelligenteres als ihn kann es gar nicht geben. Und er hat fundiertes Wissen über Chemie, Physik, Mathematik und alles, was es irgendwie nur gibt, ja. Und von heute auf morgen wird auf einmal die gesamte Welt, alle Lebewesen werden versteinert. Und nach ein paar tausend Jahren löst sich seine Versteinerung auf einmal. Und er merkt, wow, okay, die Natur hat sich hier Japan und so weiter zurückgeholt. Das ist jetzt eine Steinwelt, eine Stone World, weil die meisten Menschen halt noch versteinert sind. Und er befreit dann seinen Kumpel und die Freundin von dem. Und dann sagen sie, okay, wir müssen jetzt hier die Zivilisation wieder neu aufbauen. Und das Coole dabei ist halt, dass Senku an sich so ein super schrulliger Charakter ist. Aber dass der halt, der hat extremes Wissen über, wie gesagt, Physik, Mathe und so weiter. Und man lernt da wirklich was. Ja, also ich habe das gelesen und ich habe Sachen über Physik und über Chemie gelernt beim Lesen, die ich noch nicht wusste. Ja, die ich in der Schule irgendwie nie hatte oder die mich damals einfach nicht interessiert haben, keine Ahnung. Natürlich ist das alles ein bisschen übertrieben, ein bisschen sehr übertrieben, wie die es schaffen, dann bestimmte Sachen herzustellen oder zu veredeln und so weiter. Aber ist auf jeden Fall etwas, was nicht so dem entspricht, was man vielleicht normalerweise als Shonen-Manga kennt. Und alleine deswegen finde ich das schon wirklich klasse und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wenig gespannt, im klassischen Sinne bin ich bei Shaman King, denn Shaman King kenne ich schon komplett. Und ist auch schon abgeschlossen worden vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe unten im Regal habe ich die Original Shaman King Bände. Denn Shaman King lief genauso wie Naruto und One Piece und so weiter früher in der Jump. Wurde dann aber irgendwann tatsächlich abgesetzt, weil der Manga einfach nicht mehr ganz so gut war. Im Gegensatz zu Bleach aber zum Beispiel hat der Autor sich irgendwann gefangen und hat in einem Spin-Off-Magazin der Jump hat er seinen Manga noch weitergeführt und hat ihn dann zu einem anständigen Ende gebracht. Und dieses tatsächliche Ende, das gab es nie auf Deutsch. Das hier ist Band 32 von Shaman King, der normale Manga damals. Da steht auch überall drauf, immer hier oben, Best of Banzai. Ja, also Band 32 war der letzte Manga-Band, der von Shaman King in Deutschland erschienen ist. Danach war der Manga offiziell abgeschlossen, aber der ist einfach nicht fertig. Ja, die Story, die geht eigentlich noch weiter. Und das erschien nie in Deutschland. Und genauso wie ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Re-Releases, genauso wie bei Fullmetal Alchemist, gibt es jetzt halt auch Shaman King nochmal bei Tokyopop in der größeren Version. Da sind dann immer 2 oder 3 Bände in einem. Und es ist ein bisschen höheres Format, also nicht sehr viel größer, aber ein kleines bisschen größer. Und in dieser neuen Auflage wird das tatsächliche Ende von Shaman King mit drinne sein. Und falls ihr Shaman King jetzt noch nicht kennt, ihr werdet ihn wahrscheinlich bald kennen, denn Shaman King bekommt einen neuen Anime. Und ich gehe davon aus, dass auf einmal dann links und rechts im Internet neue Shaman King Fans aus dem Boden sprießen werden, wie Tulpen. Ich freue mich einfach, diesen Manga endlich mal dann wirklich irgendwann abgeschlossen im Regal stehen haben zu können.
Denn Shaman King fand ich immer mega gut. Also in der Banzai war tatsächlich Shaman King damals immer meine Lieblingsserie. Das war nicht Naruto, das war nichts von Akira Toriyama, was da reingeschmissen wurde oder so. Nein, das, was die Banzai hatte an Serien, nicht Hunter x Hunter, nein, es war Shaman King. Shaman King war früher, als ich die Banzai gelesen habe, mein Lieblingsmanga. Und ich liebe Shaman King sehr und ich freue mich sehr zum einen, dass er einen neuen Anime bekommt, der dann auch wirklich dem Manga folgt und nicht wieder irgendeinen Filler-Unsinn macht. Und dass wir halt diese Neuauflage bekommen. Das sind jetzt Band 6 und 7. Also das heißt, die ersten 5 gibt es schon. Die habe ich auch schon hinten im Regal stehen. Und ja, ich werde Shaman King auf jeden Fall nochmal lesen. Denn ich habe damals das tatsächliche Ende auch wieder nur auf irgendwelchen illegalen Scanlation-Seiten gelesen, als das damals rauskam. Nicht cool, sollte man nicht machen. Ich hatte damals aber keine andere Möglichkeit. Jetzt habe ich die Möglichkeit und deswegen kaufe ich mir jetzt auch nach und nach wieder diese neuen Bände. Apropos Dinge, die durch Animes populär gemacht werden. Hier haben wir zum Beispiel auch das Ding, wo ich tatsächlich noch gar nichts drüber weiß. Also ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass die Leute sich da drin auf die Fresse hauen. Ja, mit irgendwelchen Superkräften, wie das eigentlich bei fast jedem Shonen-Manga ist. Aber Story und so weiter kenne ich sonst gar nicht. Aber ich habe mir jetzt einfach mal bestellt die ersten 9, beziehungsweise je nachdem wie man sieht, 10 Bände von Jujutsu Kaisen. Ja, ist ein typischer Battle-Manga, erscheint auch in der Jump. Und ist dort eigentlich auch eine sehr beliebte, populäre Serie. Das Artwork ist okay, ist, finde ich, zum Teil ein bisschen dolle unsauber. Es kommt aber wirklich auf den Künstler an, wie der das einsetzt, weil das kann auch zum Teil sehr, 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 sehr gut sein. Ich weiß auch nicht genau, worum es da geht. Hat mich am Anfang, ich habe nur die ersten beiden Kapitel gelesen, hat mich ein bisschen an Bleach erinnert, damals als Bleach noch gut war. Und ich kriege auch im Internet nur mit, links und rechts überall werde ich zugespammt mit Leuten, die sagen, wie toll Jujutsu Kaisen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, als Nerd im Internet, der irgendwie über solche Themen spricht, musst du auf dem Laufenden sein. Deswegen spielst du dir einfach mal Jujutsu Kaisen. Also ich weiß im Prinzip nichts weiter, aber ich bin super gespannt, diese ganzen Bände jetzt nach und nach mal zu lesen und dann auch zu wissen, wovon reden die Leute hier eigentlich die ganze Zeit, wenn die meine Timeline voll spammen mit irgendwelchen Posts über Jujutsu Kaisen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe von einigen gehört, dass es 0815 Battle Manga sein soll, aber hey, so ein 0815 Battle Manga kann ja manchmal auch ganz schön sein. Wo ich weiß, was kein 0815 Battle Manga ist und was sehr eigenständig oder eine eigene Identität hat, ist Chainsaw Man. Chainsaw Man hatte einen sehr holprigen Start in der Jump, hat sich mittlerweile aber auch zu einem relativ schönen Fan-Favorite entwickelt. Und worum es da genau geht, weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich es noch lesen muss. Ich weiß nur, dass da irgendwie ein Schüler von einem Dämon besessen ist, was ihn zu dem Kettensägenmann macht. Ja, Kettensägen! 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 Na, eigentlich ist es eine Flex, aber... Kettensägen! Wir haben Kettensägen! Egal, Kettensägen! Kettensägen! Kettensäger! ich bin sehr gespannt, was da abgeht in diesem Manga. Ich habe bisher noch nichts davon gelesen, aber da bin ich wirklich schon ein bisschen vorbelastet. Denn was ich gelesen habe, ist zwar bisher nicht Chainsaw Man, aber Fire Punch. Und Fire Punch ist ein Manga, der ist halt auch von Tatsuki Fujimoto, das ist derselbe Zeichner, von Chainsaw Man. Und man merkt das auch, wenn man die miteinander vergleicht, dass das 1:1 derselbe Zeichenstil ist. Und Fire Punch ist echt hart. Ja? Fire Punch ist echt hart und hat mir auch zum Teil sehr gut gefallen. Hat ein bisschen Längen, aber ist alles an allem ziemlich gut. Ist abgeschlossen mit, ich glaube, 8 Bänden. Und weil ich die ersten 5 schon hatte, habe ich mir jetzt einfach noch 6, 7 und 8 geholt. Und wenn ihr Fire Punch nicht kennt, das ist harter Tobak. Es ist wirklich harter Tobak. Chainsaw Man ist zwar, ist es ab 16? Weiß ich gar nicht, nee, ich glaube nicht, ne?
Hier sind zwei wahrscheinlich so ein Sticker drauf. Also okay, es ist nicht ab 16, aber auf jeden Fall ist der Manga eingeschweißt, was in der Regel heißt, da sind brutale Szenen drin und das sollen Kinder nicht einfach sehen, wenn die in der Buchhandlung sind. Oder die sollen auch einfach nicht gratis die Bücher oder Mangas lesen, weil dann verdient die Buchhandlung nichts. Aber Chainsaw Man erscheint in der Shonen Jump und kann dementsprechend gar nicht so krass brutal sein eigentlich. Oder splattermäßig. Fire Punch schon. Also Chainsaw Man ist ein Shonen, Fire Punch ist definitiv ein Seinen. Da geht es darum, dass ein Typ mit seiner Schwester quasi in der Postapokalypse lebt. Ja, es ist Eiszeit, die Leute haben nichts zu futtern. Aber die beiden sind quasi gesegnet. Die sind, wenn ihr so wollt, Mutanten oder haben Superkräfte. Die haben super Regenerationskräfte. Das heißt, wenn du dem Typen einen Arm abschneidest, dann wächst er wieder nach. Und so ist es tatsächlich gekommen, dass er und seine Schwester sich jeden Tag Gliedmaßen abhacken und sie selber essen, damit sie nicht verhungern in dieser Eiswüste. Alleine dieser Satz schon sollte euch zeigen, dass das ziemlich krank und ziemlich heftig ist. Aber die Story ist wirklich cool, wie ich finde. Ist etwas, was ich so bisher noch nie gesehen habe. Und sie hat auch einen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber gegen Ende einen Twist, der einfach nur, der mich einfach nur kopfschüttelnd und verwirrt zurückgelassen hat. Der ziemlich bescheuert ist, aber auch ziemlich genial ist, wenn man drüber nachdenkt, finde ich. Und ich möchte halt unbedingt wissen, wie es weitergeht nach diesem Twist. Und deswegen habe ich mir doch endlich halt, wie gesagt, 6, 7 und 8 geholt. Und ich habe eigentlich das Vertrauen in Chainsaw Man nur deswegen, weil ich weiß, dass das vom selben Zeichner ist wie Fire Punch. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, Chainsaw Man lesen zu können jetzt. Was ich mir auch ewig aufgehoben habe, ist endlich mal zu lesen und ich mich irgendwie nie dazu habe durchringen können. Und ich glaube, ich werde es bereuen, dass ich es so lange nicht gelesen habe, wenn ich dann anfange, es zu lesen. Weil es wurde mir schon seit so unfassbar vielen Jahren empfohlen von Leuten, die Berserk-Fans sind. Die haben mir immer gesagt, Digga, lest einfach mal Vinland Saga. Vinland Saga ist im Prinzip, wenn man so möchte, Berserk, nur mit Wikingern. Ja, das habe ich zumindest mir sagen lassen. Und ich habe immer einen großen Bogen drum gemacht. Ich weiß nicht warum, weil der Arzt hier sieht sehr cool aus. Es ist auf jeden Fall auch was für Erwachsene. Ist ab 16 ist eingeschweißt. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, komm, du holst dir jetzt mal die ersten 5 Bände von Vinland Saga. Wenn alle Leute dir sagen, dass das Ding so gut ist, dann wird das auch wahrscheinlich sehr gut sein. Ich glaube, mittlerweile hat Vinland Saga auch ein Anime bekommen. Ich glaube aber, dieser Anime ist nicht gut. Weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich sonst noch mehr davon mitbekommen im Internet. Kann aber auch einfach nur sein, dass meine Bubble nur schon liest und keine sein. Das mag sein. Aber ich bin wirklich gespannt, was Vinland Saga macht, denn ich habe den schon, also seit über 10 Jahren wird mir immer mal wieder gesagt, ey Digga, lies mal Vinland Saga, und ich habe es bisher einfach nicht getan. Wikinger sind sowieso ein richtig geiles Thema und hier habe ich so richtig Bock drauf. Ich glaube, von allen Mangas, die ich jetzt bisher hier hochgehalten habe, die ich mir geholt habe, habe ich auf den am meisten Bock. Ja, den Manga, den ich am meisten liebe, da sind wir gleich noch beim Ende, ist tatsächlich 20th Century Boys. Ich habe mir jetzt Band 10 und Band 11 in der Perfect Edition. Hier zeige ich das Cover nicht, weil das könnte ein Spoiler sein. Aber hier Band 11. Ich zeige euch. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen gezeigt. Leid und Pech und Panne hier mal wieder. 20th Century Boys. Ah, ist von Naoki Urasawa. Ein Mangaka-Gott, muss man einfach sagen, ja. Also es gibt, glaube ich, kein Mangaka, der es schafft, Manga-mäßig zu zeichnen, aber dabei trotzdem es schafft, Leute so realistisch einzufangen und zu karikatieren wie kein anderer. Das muss man wirklich selber gelesen haben, um es zu verstehen. Wenn ihr zum Beispiel diese Person hier anguckt, ja, die sieht ja aus auf den ersten Blick wie eine 0815 japanische Frau, die irgendwie in so einem Manga gezeichnet wird. Wenn ihr den Manga lest, dann werdet ihr merken, nein, das ist keine 0815 japanische Frau. Man erkennt die auf jedem Panel wieder und alle anderen Frauen sehen auch anders aus. Man kennt das ja vielleicht so von so typischen Shonen wie halt One Piece oder Dragon Ball, dass die Figuren irgendwie alle gleich aussehen, mehr oder weniger. Jeder Saiyajin sieht irgendwie gleich aus, jede Frau in One Piece sieht gleich aus, weil die Mangaka selber irgendwie in ihrem Stil ein bisschen in ihren Möglichkeiten beschränkt sind.
weil sie gar nicht so viel andere Charaktere zeichnen können. Naoki Urasawa ist ein Gott, wirklich. Also was das angeht, wie der Figuren zeichnet. Es ist nicht super realistisch, aber er schafft es, dass du denkst als Leser, dass es realistisch ist, aber es hat trotzdem noch diesen typischen Manga-Stil. Das kann man nur ganz schwer in Worte fassen. Es ist kein Shonen, es ist ein Sein. Es ist im Prinzip Thriller, Mystery. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer richtig schönen, guten, langen, sehr langen Folge Akte X. So muss man sich 20th Century Boys vorstellen. Geht um Kenji, der in seinen Jugendjahren ein normales Kind war und er wollte Rockstar werden und da ist nichts draus geworden, wie bei vielen halt. Und er hat sich irgendwann damit abgefunden und hat jetzt nur noch einen kleinen Supermarkt mit seiner Mutter zusammen. Seine Schwester ist abgehauen, hat ihm sein Kind dagelassen, um es zu erziehen, ihre Tochter. Und er ist im Prinzip so ein armer Tropf. Ne? Der lebt so in den Tag hinein. Und dann ist ein Klassentreffen und bei diesem Klassentreffen trifft er halt alte Klassenkameraden wieder. Und die sagen, ey, weißt du noch damals, als wir uns da im Gras unsere Bude gebaut haben und wir haben dieses und jenes gespielt, weißt du noch? Und er kann sich an alles gar nicht so richtig erinnern. Aber während sie darüber sprechen, kommen dann so die Erinnerung zurück und sie wissen, was sie früher als Kinder so gespielt haben und so weiter. Und sie haben aus Jux und Dollerei einfach mal als Kinder so eine Art Katastrophenbuch geschrieben. Sie sagt, hey, im Jahr 2000 geht die Welt unter. Zuerst kommt das und dann kommt ein riesiger Roboter und dann passiert dieses und jenes und bla bla bla. Und lachen halt drüber, finden es witzig. Nur dann, kurze Zeit später, passieren die Dinge, an die Kenji erinnert wurde und die sie als Kinder damals aufgeschrieben haben, passieren wirklich in der realen Welt. Und auf einmal stellt Kenji halt fest, dass es eine illuminatenmäßige Verschwörung auf der gesamten Welt gibt, die anscheinend dieses Weltende heraufbeschwören möchte, was er sich als Kind ja damals ausgedacht hat. Und er muss halt entschlüsseln, wie das alles zusammenhängt, was er für eine Rolle da drin spielt und so weiter und so fort. Und das ist super spannend, super gut gezeichnet. Da sind so viele Charaktere drin, die mir so sehr ans Herz gewachsen sind. Und der Manga springt sehr oft zwischen der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft hin und her. Und das fand ich sehr schön, weil du die Charaktere im Prinzip ein gesamtes Leben über begleitest. Du fängst nicht einfach an, irgendwie, ja, der ist jetzt halt in seinen 30ern und da ist der halt. Nee. Man muss sich das so vorstellen, dass man da wirklich anfängt, als sie wirklich noch Kinder waren. Da gibt es Zeitsprünge in die Gegenwart und dann nochmal später geht es in der Zukunft weiter und so weiter. Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ihr mal was richtig Gutes lesen wollt, was abseits des Mainstreams ist, dann lest 20th Century Boy. Wirklich. Also wenn ich das mit Film vergleiche, so, ne? Leute, die meisten Leute gehen ins Kino, gucken sowas wie die Marvel-Filme oder Transformers oder so. Und dann kommt hin und wieder mal ein Film, ja, so ein Indie-Film, der dann richtig reinhaut. Zum Beispiel jetzt zuletzt sowas wie Parasite, ja, der normalerweise von einem Massenpublikum nicht geguckt werden würde, aber der es durch die Oscars dann schafft, die Aufmerksamkeit von der Masse zu bekommen und dann geguckt wird und dann merken die Leute, boah, der ist ja richtig gut. Das ist zum Beispiel auch sowas wie 20th Century Boys. Ich kenne kaum jemanden, der sowas wie 20th Century Boys liest, was sehr schade ist. Wenn ihr es nicht kennt, checkt das mal aus. Ich würde sagen, ja, das ist so die Kragenbreite wie sowas wie Parasite. Wenn ihr auf sowas Bock habt, lest unbedingt 20th Century Boys. Und Naoki Urasawa hat nicht nur 20th Century Boys gemacht, der hat auch viele andere Manga gemacht. Das ist nämlich auch so, der Typ ist ein Powerhouse. Seit Jahren schreibt er und zeichnet er einfach fantastische Manga. Hin und wieder gibt es auch mal Serien, die nicht so gut sind, wie zum Beispiel Billy Bat, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Werde ich aber irgendwann nochmal machen. Aber der hat zum Beispiel auch einen der legendärsten Manga überhaupt, was Thriller und so weiter angeht, ist Monster. Ja? Und Monster, das ist jetzt der 7. Band von der Perfect Edition, also das habe ich glaube ich gerade gar nicht gesagt, das sind auch wieder Re-Releases. Ne? Diesen Manga gab es schon mal in der Auflage und die werden jetzt nochmal neu aufgelegt in einem höheren Format, besser verarbeitet und so weiter, dass keine normalen Taschenbücher sind. Da gibt es auch Monster, genauso ist der halt auch so ein Ding, wo dann halt mehrere Bände in einem drin sind. Und da geht es um einen Arzt in Deutschland in den 80ern, der einen Patienten rettet, das Leben rettet und dann stellt sich später heraus, dieser Patient ist ein Serienkiller. Gelaufen. Ja, und dann macht er sich quasi zur Aufgabe, diesen Serienkeller hinterher zu jagen. Und das ist auch Psychothriller-mäßig mega gut. Also das, was ich bisher davon gelesen habe, ist fantastisch. Es gibt auch eine, ich glaube, relativ
okaye Anime-Adaption, ist aber absolut nicht im Mainstream drin. Und ja, sucht es euch im Prinzip aus. Wenn ihr was zuerst lesen wollt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, lest zuerst 20th Century Boys von Urasawa. Wenn euch das gefallen hat, besorgt euch ein Monster. Ist das erste Mal, dass ich es lese, kann es vorher nicht. Und ich liebe es. Ich verschlinge diesen Manga wie nichts. Es ist mega gut. Also wenn ihr auf Thriller und sowas also Schweigen der Lämmer und so auf sowas steht, dann Monster ist für euch. So. Und ich glaube, damit habe ich euch alles gezeigt, was ich mir jetzt hier an Manga geholt habe. Möchtet ihr da was hinzufügen? Schreibt mir mal einen Kommentar. Aber weh, ihr spoilert mich. Dann gibt's Ärger. Keine Spoiler. Ich meine das ernst. Wer mich böswillig anfängt zu spoilern, den bann ich. Der wird auf meinem Kanal nie wieder Fuß fassen. Ja, was sagt ihr dazu? Habe ich euch vielleicht Lust gemacht, den einen oder anderen Manga zu lesen? Könnt ihr mich vielleicht bei dem einen oder anderen Manga, ohne mich zu spoilern, mich in meiner Entscheidung bestätigen? Gut, dass du dir das gekauft hast. Oder würdet ihr sagen, lass da mal lieber die Finger von? Weil, weiß ich nicht, Black Clover ist am Ende so kacke. Brech den lieber ab. Versenkt da kein Geld mehr rein. Vielleicht sagt ihr mir auch sowas. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Mangas oder irgendwelchen anderen Sachen, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich werde das alles lesen. Und wenn mir einige Sachen davon besonders gut gefallen, dann kann es auch sein, dass ich in Zukunft mal wieder mehr Manga-Videos mache auf diesem Kanal hier. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet. Ansonsten sehen wir uns im Livestream oder hören uns im Podcast. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin sage ich tschö mit Ö. Hause Bounce und bitte lest verdammt nochmal mehr Manga. Guckt keine Animes, lest Manga. Ja.